Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Server Tutorial. Und zwar diesmal geht es um einen Minecraft 1.9 Server. Ja, wir können mittlerweile einen Standard Vanilla Minecraft Server für ein selbst und seine Freunde auf der 1.9 erstellen. Und zwar, was wir brauchen. Also ich bin auch auf der aktuellen Mojang Seite und hier sind wir gerade bei dem aktuellsten Snapshot 16W03A zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Ja, wenn ihr auf der Seite seid, ich verlinke die natürlich auch in den Kommentaren, haben wir hier unten ein paar Changelogs, die Bugs, soweit die gefixt wurden. Und hier oben sehen wir auch schon ein paar 1.9 Features mit diesen Art Leuchten und so weiter. Und zwar, wenn ihr ganz runter geht, seht ihr hier ein Cross-Platform-Server-Jar. Hier Minecraft Server Jar, da klickt ihr einmal rauf, ladet die dann herunter, ich habe es schon gemacht, und zieht sie auf euren Desktop. Auf diesem Desktop habe ich jetzt drei Dateien. Einmal einen ganz leeren Ordner, wo nichts drin ist. Dann den Minecraft Server, den wir uns gerade runtergeladen haben, und eine Startdatei. Das ist eine BAT-Datei. Dazu erkläre ich aber gleich nochmal was. Wir ziehen diese beiden Dateien erstmal in den Minecraft Server Ordner. Danach benennen wir unsere Minecraft-Server-Datei um. Ich nenne sie jetzt Server 1.9 oder Server 1.9. Einfach um das kompakter zu halten. Und danach öffnen wir eine bestehende BAT-Datei oder schreiben eine neue. Und zwar das machen wir, indem wir ein Textdokument uns erstellen. So, hier sehen wir auch schon Notepad++. Das empfehle ich jedem, das nutzen kann. Das zu nutzen, weil man dort wesentlich mehr Optionen hat. Einmal um es als verschiedene Dateitypen abzuspeichern und der Übersichtlichkeit halber. Dazu werde ich auch nochmal ein weiteres Tutorial verlinken, wo ich nochmal grundlegend alles zum Serveraufbau erkläre und wie man Schritt für Schritt daran vorgeht und die verschiedenen Eigenschaften. Heute geht es nur darum, wie man seinen Server, einen 1.9 Server erstellt. Hier habe ich schon meine Start.bat-Datei vorbereitet. Und zwar, die sieht so aus. Hier haben wir den Java-Pfad, dann die grundlegende Werte, also wie viel RAM, soweit der Server gestartet wird. Und hier am Ende haben wir jetzt, sage ich mal, den Namen von unser Jar. Ich habe in diesem Fall Server 19 genannt, Server 1.9, auch kann man auch sagen. Dann können wir das schließen, das können wir auch schließen. Und dann brauchen wir nur einen Doppelklick hier drauf machen. Jetzt sehen wir auch schon. Soweit noch kein Fehler. Und Loading Minecraft Server Version 16W03A. Dann kriegen wir auch schon eine Nachricht. You need to agree to Euler in order to run the server. Das ist ganz normal, wenn man das erste Mal einen Server startet. Hier haben wir die Euler. Stellen wir einfach auf True, speichern das wieder und starten den Server noch einmal. Jetzt sehen wir auch schon. Hier haben wir jetzt, okay, ein Fehler. Das ist hier File Not Found Exception, weil er noch keine Dateien erstellt hat, also kann er sie beim ersten Mal starten auch nicht finden. Also keine Sorge, das ist ganz normal. Danach, hier diese Konsole solltet ihr nicht benutzen, die ist einfach, die läuft im Hintergrund. Die braucht ihr aber nicht. Ihr macht alles immer über diese Konsole. Danach stoppen wir den Server wieder. So, wir sehen, alles gestoppt. Jetzt haben sich hier auch schon ein paar Dateien generiert. Und jetzt, wenn wir ihn noch einmal starten, der öffnet sich wieder das Fenster und er legt komplett sauber durch. Und dann, 2,3 Sekunden, der Server ist geladen. Es ist halt ein komplett klarer 1.9 Vanilla-Server. Danach gehen wir in Minecraft. Hier habe ich den Standard Minecraft-Launcher, wie ihn jeder kennt. Und wir machen uns jetzt ein neues Profil. Ich nenne das jetzt Heavy 2221.9. Und damit ihr auf diesen Server kommt, weil es gibt ja noch keine richtige 1.9, die ist ja noch nicht released worden, müsst ihr diesen Haken reinsetzen. Enable Experimental Development Version, Snapshots auch genannt. Dann kriegt ihr eine Warnung, weil diese
sage ich mal, Versionen von Minecraft sind noch in Entwicklung und können Bugs beinhalten. Klickt da auf Ja. Ja, also, das war jetzt die Alpha. Ist auch egal. Auf jeden Fall auf Ja klicken. Und dann habt ihr hier schon eine Menge Snapshots. Also eine Menge an verschiedenen Snapshots. Jetzt wissen wir, wir haben uns die Version, also den Snapshot 16W03A als Server heruntergeladen. Das geben wir jetzt hier ein und speichern unser Profil. Danach wählen wir das dann aus. Und jetzt steht hier auch schon Ready to Download and Play Minecraft 16W03A. Play. Und jetzt dauert das kurz, jetzt lädt das einmal alles herunter, die ganzen neuen Dateien. Und startet es. Dieses Fenster können wir soweit zumachen. Das müssen wir beides einmal offen behalten. Wir können es aber auch minimieren, aber ich lasse es jetzt erstmal offen. Und jetzt sehen wir schon Minecraft 16W03A. So, hier sehen wir jetzt auch schon, zu dem Server können wir alles nicht connecten. Und jetzt gehen wir auf unseren Localhost. Das ist standardmäßig über einen Direct Connect. Und Logging in. Ja, okay. Wir fallen. Und wir sind unter Wasser gespawnt. Ist jetzt nicht schlimm so weiter. Kein Problem. Und wir sind in einer ganz normalen Welt. Auf einem ganz normalen Default-Server. Ich OP mich einmal, um die neuen Items zu zeigen, dass ich auch nichts anderes erzählt habe. So, gebe da einmal in Game Mode 1 rein. Und jetzt sehen wir auch schon, wo sind sie? Hier haben wir schon Purple Pillar, Purple Stairs. Dann, also ich spiele auf Englisch, nicht wundern. Chorus Flower, den Dragon Head, and Crystal und auch die neuen Boote. Zum Beispiel, ich kann aber den Kopf aufsetzen. Das funktioniert auch. So, und ich benutze keine Mods oder weiteres. Das ist die 16W03A-Version. Also ganz normal, wer die Boote noch nicht kennt. Hier. So, wir setzen 8 rein. Jetzt sehen wir schon in 1 neuen Boot. Wir haben Paddel an der Seite. Und jetzt muss ich einmal gucken. Jetzt drücke ich A und D, in meinem Fall. Und jetzt kann ich hier durch die Gegend paddeln. Ja, sehen wir auch animiert alles. Und wir sehen, es läuft ganz normal auf der 1.9. Das könnt ihr auch jetzt mit mehreren Spielern machen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Hilft mir sehr und freut mich natürlich. Wenn ihr Fragen habt zu der 1.9, weiter dann immer gerne in die Kommentare. Versuche alles zu beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Server-Tutorial oder beim nächsten Plugin-Review. Bis dahin, tschüss!